Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Trading-Tipp. Und falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, lasst jetzt den Daumen nach oben da. Dann werde ich in nächster Zeit wieder mehr Trading-Tipps machen. Und heute gibt es einen Sniping-Filter. Und zwar müsst ihr Nationalität Schottland eingeben. Dann Liga Barclays Premier League. Und dann zeige ich euch einfach mal, dass ihr da jede Karte für 550 Münzen auf jeden Fall losbekommt. Wenn wir hier auf 500 Münzen runtergehen, dann sind da auf jeden Fall nur noch ein paar Spieler. In dem Fall jetzt nur noch einer. Und für 450 Münzen können wir uns den direkt mitnehmen. Also direkt mal einen Snipe gemacht. Dann schauen wir einfach auf den Preisvergleich nach, okay, was ist der gute Mann wert, und da sehen wir, dass wir den so für 700 Münzen reinstellen können. Das ist ein Gewinn von 250 Münzen innerhalb von wenigen Sekunden, und da kommt doch direkt der nächste rein für 450, ein Goldspieler, der wird so circa 550 bis 600 Münzen wert sein. Ja, 550, das ist ein Gewinn von 100 Münzen, aber ihr seht es, das geht richtig, richtig schnell, und da kann man richtig schnell und richtig leicht Coins machen. Und wir gehen jetzt runter auf 400 Coins und snipen da einfach mal, und da kommt einer rein für 400 Coins. Da waren wir jetzt aber leider zu langsam. Aber wie gesagt, ihr könnt einfach jede Karte für 500 Coins verkaufen. Und da haben wir wieder einen für 300 Coins bekommen. Das ist fast schon lächerlich, wie leicht man hier Coins machen kann. Und den können wir eben auch wieder so für 600 Münzen oder so reinstellen. Und das ist wieder ein Gewinn von 300 Coins. Und ja, Freunde, ich kann euch die Trading-Methode echt nur empfehlen. Probiert die einfach mal aus. Schottland, Barclays Premier League und 400 Coins. Und ja, Freunde, dann war es auch schon wieder mit dem Video. Lasst gerne den Daumen nach oben da, falls ihr mehr Trading-Tipps sehen wollt. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars!